Was sind die Stärken der Gemeinschaftsschulen? Was haben eigentlich alle Gemeinschaftsschulen gemeinsam und worin unterscheiden wir uns von den anderen Schulformen? Das Erste ist, an allen Gemeinschaftsschulen gibt es Klassenräte in allen Jahrgängen. Es gibt die Arbeit mit dem Logbuch, Lernentwicklungsgespräche. Alle Gemeinschaftsschulen haben die Inklusion auf ihrer Fahne. Es gibt kein Sitzenbleiben. Alle Gemeinschaftsschulen sind Ganztagsschulen. Und jetzt kommen die Unterschiede zu den anderen Schulen. Wir haben alle eine Grundstufe und zwei Drittel haben entsprechend unseren Forderungen und unseres Anliegens mittlerweile eine gymnasiale Oberstufe, zum Teil auch in Kooperation mit anderen Schulen. Und wir haben uns verpflichtet und sind davon auch überzeugt, es gibt keine systematische äußere Leistungsdifferenzierung. Das heißt, Kinder mit Hochbegabung und Kinder mit geistiger Behinderung werden in einer Klasse unterrichtet. Die Klassenstärken liegen so bei 25 Schülern. Manche Schulen sind es etwas geringer, manche Schulen etwas höher, aber im Durchschnitt ungefähr 25 Schüler. Welche Erfolge hatten wir? Also einmal das, was ich schon gesagt habe, was in dieser wissenschaftlichen Begleitung untersucht wurde. Es gab ein zweites Phänomen. In der zweiten Phase der wissenschaftlichen Begleitung haben die Wissenschaftler untersucht, wie es eigentlich ist in den Klassen, in denen Kinder mit Lernbehinderung unterrichtet werden und in den Klassen, in denen keine Kinder mit Lernbehinderung unterrichtet werden. Das Ergebnis hat uns sehr überrascht in einem Punkt. Ich will das eine sagen, was wir erwartet haben. Die Kinder mit Lernbehinderung, das war ein Ergebnis, lernen deutlich mehr in den Gemeinschaftsschulen als beispielsweise in sonderpädagogischen Förderzentren. Also es ist ein ganz deutliches Indiz dafür, dass Inklusion ein Ziel ist, was weiterverfolgt werden muss. Das zweite Ergebnis hat uns wirklich überrascht. Das ist nämlich das Ergebnis, dass die leistungsstarken Schüler in den Klassen, in denen leistungsstarke Schüler und lernbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden, auch mehr lernen. Sie haben deutlich mehr Erfolge gehabt. Leider ist die Stichprobe zu klein, um daraus wirklich in der Öffentlichkeit Honig zu saugen. Das wäre sicherlich wert, in einer weiteren Untersuchung nochmal genauer angesehen zu werden. Und was wir sehr bedauert haben, ist, dass die wissenschaftliche Begleitung nicht untersucht hat, wie eigentlich die Schülerkarrieren laufen, die von der ersten Klasse an stattfinden. Weil dieses lange gemeinsame Lernen, davon sind wir absolut überzeugt, das ist auch ein Ergebnis, gerade nach Fritz-Kahlen-Schule, ist ein Wert an sich. Also Schüler, die lange gemeinsam lernen und sozial sicheren Beziehungen lernen und nicht in der sechsten, siebten Klasse in Berlin dann diesen Wechsel vollziehen müssen, die kommen zu besseren Ergebnissen. Das führte bei uns an der Schule dazu, dass wir haben immer drei Klassen aus der Grundstufe gehabt, die nach oben weitergelaufen sind und drei Klassen haben wir dann neu aufgenommen. Und in der Regel war es so, dass bis zu 60% in den also in den hauseigenen Klassen sozusagen die Abiturzulassung geschafft haben und in den hausfremden Klassen in Berlin-Neukölln immerhin häufig eine sehr schwierige Situation, auch unter sozialen Gesichtspunkten. In den hausfremden Klassen haben wir ungefähr 40% erreicht. Das sind so Durchschnittswerte. Es gibt immer Einzelfälle, immer Ausreißer, die sich anders verhalten, ist klar. Aber ist eigentlich ein deutliches Zeichen, dass dieses lange gemeinsame Lernen wichtig ist.